Stimmst du mich gerade? Oh, wie süß, du bist hier halt für mich gerade. Ist das krass, ey. On this cold December day, we are on our merry way. Riding along, just singing a song. Ja, der Baum ist schon mal da. Dankeschön. Ja, und in, also hier, in purer Hausflur steht noch ganz viel. Aber der Baum stand da halt nicht. Oh, hast du dich. Ich habe geackert wie eine Hafer. Ja, cool. Ich habe auch schon geguckt, ob der Baumständer da irgendwo drin liegt, aber ist er nicht. Unsere geile Girlande ist auch da, ne? Aber wir haben die Haken nicht mehr, glaube ich. Und der schöne Baumgeschmack. Oh, toll. Das wird großartig. Und guck mal, was an der Tür hängt. Sehr schön. Okay, Christmas Escalation. May the games begin, hey? Okay. Es ist der nächste Tag und während wir diesen blöden Fuß für den Weihnachtsbaum suchen, bin ich dabei, eine Kiste, die ich im Sommer bekommen habe, auszupacken und da sind so gemischte Gefühle drin. Auf jeden Fall freue ich mich aber, dass meine Osterdeko, dass ich die habe und dass noch andere Sachen aus der Vergangenheit dabei sind. Ein paar werde ich wegschmeißen, ein paar werde ich auf jeden Fall behalten. Und es geht jetzt halt darum, da unten in dieser Kiste mal reinzuschauen, ob da vielleicht der Weihnachtsbaumständer drin ist. Willst du mal gucken, was da drin ist? Ja, aber das würde ich gerne ein bisschen besser zelebrieren. Aber kriege bitte keinen Schock. Da ist gar nichts drin. Ist doch cool. Ja. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wo der Christbaumständer ist. Den werden wir im Keller finden. So, da geht dann der sexy Kerl. Moment. Oh Gott, ey, wir sind so schwul. Leg mal Leib um. So, du hast ja nur das Chaos da gesehen. Augen zu. So. Geh da jetzt rein. Ich kann hier den Gang lang gehen. Okay, du kannst reinkommen. Wow. Es ist wieder ein Mittelgang. Ja, es ist kein rein Mittelhaus. Grüße gehen raus. Hier ist noch eine Weihnachtshütte, die ich nicht mit hochgenommen habe. Da ist es aber auch nicht drin. Das hast du schon gecheckt. Mhm. Und was du so sehen kannst, hast du auch schon gecheckt, ja? Nein. Nehmen wir doch das hier. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht wahr jetzt, ne? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ich muss hier mehrfach in den Keller runter, damit ich diesen blöden Christbaumständer finde. Und was ist? Du kommst hier, guckst da oben einmal drauf. Ja, ich bin ja nun mal auch klein. Obwohl das ja gar nicht mein Talent. Mega peinlich. Hast du da schon geschaut? Nee, da ist nichts mehr drin, das wir gebrauchen können. Takes the Christbaumständer, mein Schatz. Erstmal hier. Herrlich. So, jetzt kannst du losgehen. Jetzt können wir den Baum endlich aufstellen. Ab nach oben. Na, wer krabbelt da unten rum? Was? Ja, du. Also hier ist erstmal der Ständer. Da müssen gleich die... Ja, wie mache ich denn das jetzt am besten? Also, hier. Ah, der glitzert ja auch so furchtbar schön, ne? So, das heißt, hier kommt jetzt erstmal... Oh, geil. Der ist schon mit einer Lichterkette ausgestattet. Ich mache es mir jetzt erstmal so, dass ich jetzt schon alles auffluster, damit der Baum auch schön dick und fett aussieht. Mhm. Ich mag es dick und fett. Das ist immer so eine Aufgabe, die hat meine Mama immer gerne gemacht. Also das hat sie mir auch gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, mein Schatz. Das ist so wichtig. Du musst dir da richtig viel Zeit nehmen, dass das auch alles schön auseinander ist. Sonst hast du eine Krüppeltanne. Hat sie auch recht. Tja, und wer hat jetzt den hübscheren Baum? Bist du auch der Meinung, dass wir später mehrere Weihnachtsbäume im Haus haben? Klar, oder? Wenn man den Platz hat, wollte man das machen. So, ich bin jetzt hier noch ein bisschen am live sein auf Instagram bei Holger. Der kommt jetzt nämlich auch gerade rein. Und hol schon mal die Deko. Soll ich mal ein paar Highlights rausholen? Ja, hol mal ein paar Highlights raus. Nein! Nein! Mhm. Das, also wer könnte denn das jetzt von uns erwarten, dass wir Disney-Baumschmuck haben? Das ist ja totally gay. Schaut, da ist der Weihnachtsbaum im Hintergrund. Ich habe ihn schön aufgeplustert. Während wir auf Holgers Profil auf Instagram, könnt ihr bitte mal folgen, Link ist in der Infobox, noch live sind,
sind wir jetzt hier auch gerade noch dabei, den Baum zu schmücken. Und hier haben wir auch schon so ein bisschen Weihnachtsdeko hingestellt. Die haben wir nur hingestellt. Die bleibt so nicht. Jetzt geht's zur Sache. Okay. Erstmal die großen Schmetterlinge positionieren. Großer Schmetterpferd wird positioniert. Ich liebe unsere Schmetterlinge. Die sind die beste Weihnachtsdeko. Das macht dir Spaß, wenn ich hier am Boden rum. Ja, krabbel, Baby. Krabbel rum, krabbel drauf. Au! Der Weihnachtsengel schmückt den Baum. Wir haben jetzt hier schon so goldene Blätter zwischengemacht auf der Höhe. Hier hängen schon unsere... So, das sind jetzt alles große Kugeln? Das sind alles große Kugeln, ja. Und wir haben auch kleinere. Wir haben noch kleinere, die sind alle unten. Jetzt machen wir Dekoriri, Dekoriri. Und ihr seht dann gleich das fertige Ergebnis. Seid gespannt. Ja, that's it. It's a bar. Ich find's schön. Aber das war es noch lange nicht, denn wir haben noch viel mehr Weihnachtsdeko als nur den Weihnachtsbaum. Ja. Aber für heute reicht das erstmal. Für heute reicht das erstmal. Ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Kommt als nächstes Projekt, werdet ihr sehen. Und deshalb müsst ihr morgen einschalten, wie Holger diese Kommode bzw. diese Konsole, diesen Kamin in einen Christmas Dream verwandeln wird. Es wird richtig toll. Schaltet morgen ein und verpasst das nicht. Wir sind voll im Vlog-Messos-Fieber. Das ist unser Baum. Wir lieben ihn, wir freuen uns und folgt uns auf jeden Fall. Abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und habt viel Spaß mit unserer Vlog-Messos-Serie. Ne? Wir freuen uns. Bis morgen! Weisheit Nummer 3. Vögel verändern dein Leben. Vögeln verändert das Leben? Nein, Vögel verändern dein Leben. Vögel verändern dein Leben. Ja. Vertrau auf die Vögel. Vertrau auf die Vögel. Okay, das verändere ich mir auch kurz mit dem Sonnenuntergang. Ich habe auch, eine Weisheit. Kannst du die einmal kurz filmen? Ich filme dich gerne dabei, Schatz. Nummer Weisheit 1. Nummer 1.